dieses die Philosophiegeschichte durchziehende Theorem der Willensfreiheit ist letztlich deshalb so bedeutsam, weil nur unter einer Unvollständigkeit, unter einem Riss, unter einer Veränderungsmöglichkeit, einem Freiheitsgrad überhaupt so etwas gedacht werden kann, dass nicht alles von vornherein geschlossen, unbewegt, unveränderlich und somit hoffnungslos auf alle Illusionen der individuellen Sterblichkeit oder Unsterblichkeit wäre.